Meine Damen und Herren, guten Tag und willkommen heute zur dritten Folge unserer Reihe Vektoren und Matrizen. Und ich will mit Ihnen erst einmal Rückblick halten auf die ersten beiden Sendungen. Dort hatten Sie ja einiges kennengelernt über Vektoren und ihre Beschreibung durch Pfeile. Und Sie haben auch gesehen, wie gut sich Vektoren eignen zur Charakterisierung von gerichteten Größen in der Physik. Zum Beispiel, das habe ich Ihnen in der ersten Folge erläutert, von Wege und Geschwindigkeiten. Diese Bilder sollen Sie noch einmal daran erinnern. Oder wie in der zweiten Folge von Kräften. Heute wollen wir nun einen Schritt in der Abstraktion weitergehen. Wir wollen Vektoren nicht mehr nur durch Pfeile, sondern durch Zahlen darstellen. Das klingt jetzt ein wenig spröde und trocken, aber Sie werden sehen, wie einfach plötzlich mit Rechenoperationen umgegangen werden kann. Rechenoperationen, die Sie ja in den ersten beiden Folgen kennengelernt haben. Ich will ausgehend von einem einfachen Beispiel Ihnen zeigen, wie man Vektoren eindeutig durch Zahlen darstellen kann und umgekehrt, wie Zahlen eindeutig einen Vektor festlegen. In der ersten Folge haben wir den Weg, den eine Kiste zurücklegt, durch einen Pfeil beschrieben, der von der Anfangs- zur Endstellung der Kiste führt. Dieser Vektor kann nur dann durch Zahlen beschrieben werden, wenn ein Maßstab vorliegt. Solch ein Maßstab wird uns zum Beispiel durch solch ein Gitternetz gegeben. Die Seitenlänge jedes Kästchens entspricht in diesem Falle einer Einheit von einem Meter. Nun wissen Sie ja aus Folge 1, dass der Gabelstapler denselben Weg auch so zurücklegen kann. In unseren Kästcheneinheiten bedeutet das 3 nach rechts und 2 nach oben. Diese Zahlen geben im Gitternetz eindeutig Richtung und Größe eines Vektors wieder. Und wir verwenden sie deshalb naheliegenderweise zur Darstellung des Vektors. Diese Komponenten des Vektors, wie man die Zahlen auch nennt, schreibt man dabei untereinander und setzt sie in Klammern. Die obere Komponente gibt die Ausdehnung des Pfeils in der horizontalen an. Die untere Komponente die in der vertikalen. Nun, auch andere Pfeile sind durch diese Komponentendarstellung beschreibbar. Eben solche Pfeile, die dieselbe Länge und dieselbe Richtung besitzen, wie etwa dieser Pfeil. Es handelt sich um denselben Vektor a mit derselben Komponentendarstellung 3, 2. Schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an. Dieser Pfeil des Vektors b ist auch parallel zum Pfeil für A und er besitzt zudem die gleiche Länge. Allerdings, seine Richtung ist genau entgegengesetzt. Diesmal müssen wir 3 Felder nach links gehen und 2 Felder nach unten. Diese neuen Richtungen drücken wir in jeder Komponente durch ein Minuszeichen aus. Die Komponentendarstellung für den Vektor B hat dann diese Gestalt. Minus 3, minus 2. So, hier ist nochmal ein Pfeil des Vektors mit den Komponenten 3 und 2. Allgemein hat ein Vektor A die Komponentendarstellung A1 und A2. Die oberste Komponente, also die Zahl A1, gibt die Ausdehnung des Vektors A in der horizontalen an, nach rechts, wenn A1 positiv ist, oder nach links, wenn A1 negativ ist. Und die zweite Komponente, also die Zahl A2, gibt die Ausdehnung des Vektors in der vertikalen an, entsprechend nach oben oder nach unten, je nachdem, ob A2 positiv oder negativ ist. Nun haben Sie ja noch in den ersten beiden Folgen zwei Rechenoperationen für Vektoren kennengelernt. Da war zum einen die Skalarmultiplikation, das heißt die Multiplikation eines Vektors mit einer reellen Zahl. Und zum Zweiten kennen Sie die Addition zweier Vektoren. Ich will Ihnen jetzt zunächst einmal für die Skalarmultiplikation zeigen, wie leicht sie sich mit der Komponentenschreibweise erfassen lässt. Dieser Vektor A hat die Komponentendarstellung minus 2, da wir 2 Kästchen nach links gehen, und 1 für ein Kästchen nach oben. Multiplizieren wir diesen Vektor A mit einer reellen Zahl, etwa 3, so erhalten wir einen Vektor, der, das wissen Sie aus der Folge 1, zwar die gleiche Richtung wie der Vektor A besitzt,
dessen Pfeil aber dreimal so lang ist. Verdeutlichen Sie sich dies wieder an der Komponentenschreibweise. Um vom Anfangs- zum Endpunkt des neuen Pfeils zu gelangen, müssen wir zunächst 6 Felder nach links gehen. Das ergibt die Komponente 3 mal minus 2. Und dann 3 mal 1 Felder nach oben. Der Faktor 3 taucht also bei der Skalarmultiplikation in jeder Komponente auf. Sie sehen schon, wie wir diesen Zusammenhang allgemein formulieren können. Bezeichnen wir die Komponenten des Vektors a allgemein mit a1 und a2, den Skalar, mit dem der Vektor multipliziert wird, mit k, so lautet nun unsere Regel für die Skalarmultiplikation: Wird ein Vektor a mit den Komponenten a1 und a2 mit irgendeiner reellen Zahl k multipliziert, so werden die einzelnen Komponenten a1 und a2 mit k multipliziert. Und damit ergibt sich die Komponentendarstellung k mal a1, k mal a2. Ja, vergessen Sie nicht, ein Skalar kann ja auch negativ sein. Was geschieht denn, wenn ein Vektor mit den Komponenten a1 und a2 mit einer negativen Zahl k multipliziert wird? Nun, die Richtung des Vektors, das wissen Sie, ändert sich total. Der entsprechende Pfeil weist genau in die entgegengesetzte Richtung von a. So, wir wollen jetzt erst einmal unsere ersten Hauptergebnisse festhalten. Erstens haben Sie die Komponentendarstellung eines Vektors in der Ebene kennengelernt. Die Komponente a1 gibt dabei die Ausdehnung des Vektors in der horizontalen, a2 die in der vertikalen an. Zweitens haben Sie gesehen, dass Pfeile gleicher Länge und Richtung dieselben Komponenten haben. Und drittens wissen Sie nun, dass ein Vektor und das Vielfache von ihm, also a, und die Multiplikation mit einem Skalar k mal a, dieselbe Richtung besitzen. Bevor ich Ihnen mehr über die Addition von Vektoren erkläre, möchte ich Ihnen zuvor noch erläutern, wie man Vektoren in ihrer Komponentenschreibweise nicht nur in der Ebene, sondern auch im dreidimensionalen Raum beschreiben kann. Sie sehen schon, wir gehen hier wieder einen kleinen Schritt in unserer Verkehrsgeschichte weiter. Nach Auto, Eisenbahn und Boot kann dieser Kran endlich Bewegungen in 3 verschiedenen Richtungen ausführen. Zum einen kann er dieses Gewicht in der horizontalen bewegen. Und ich gehe jetzt einmal 4 Felder nach rechts. So. Und zum zweiten kann er das Gewicht hochheben. Er kann es also in der vertikalen bewegen. Das sieht dann so aus. Ja, und drittens kann dieser Arm schwenken. Das können Sie am besten sehen, wenn diese Kamera mal ein wenig nach oben geht. Das heißt, durch das Schwenken des Arms kann das Gewicht nach vorne und nach hinten verschoben werden. Ich will es jetzt einmal auf mich zubewegen. Und es geht dann so. Ja, was habe ich getan? Ich habe das Gewicht in 3 verschiedenen Richtungen bewegt. Einmal in der horizontalen, anschließend in der vertikalen und am Ende auf mich zu. Also ich habe das Gewicht nach hinten versetzt. Das heißt, das Gewicht hat sämtliche Richtungen im dreidimensionalen Raum eingeschlagen. Und diese 3 Wege kann ich nun durch einen einzigen Weg ersetzen. Gerade der Weg, der von dem Anfangspunkt des Gewichts hier unten bis zur Endstellung des Gewichtes führt. Und diesen Weg kann ich wieder durch einen Pfeil beschreiben. Den habe ich natürlich schon hier präpariert. So, dieser Pfeil führt von der Anfangs- zur Endstellung des Gewichts und deshalb benötigen wir das Gewicht jetzt nicht mehr. Wir können es zur Seite schieben. Ja, wie sehen denn jetzt die Koordinaten des Vektors aus, der durch diesen Pfeil dargestellt ist? Die ersten beiden Koordinaten können Sie direkt erkennen, nämlich dann, wenn ich dieses Gitter in einen für Sie günstigen Blickwinkel hebe,
Sie lauten 4, 4 Kästchen nach rechts und 3 für 3 Kästchen nach oben. Die erste Zahl entspricht dem Weg in der horizontalen und die zweite Zahl dem Weg in der Tiefe auf mich zu. Ja, und was ist mit der dritten Komponente? Das entsprach ja dem Weg in der Höhe. Und das können Sie ganz einfach ablesen, wenn ich ein zweites Gitter senkrecht zum ersten Gitter hier heranstelle und wenn die Kamera sich einmal wieder runter bewegt, dann können Sie die dritte Koordinate ganz einfach ablesen. Sie lautet 4 für 4 Kästchen in die Höhe. Ja, was heißt das jetzt? Die ersten beiden Komponenten für den Vektor lauteten 4 und 3. Und jetzt kommt eine dritte Komponente, eben 4, hinzu. Und damit hat der Vektor A, der durch diesen Pfeil dargestellt ist, die Koordinatenschreibweise 4, 3, 4. So, und jetzt endlich kann ich Ihnen neben der Skalarmultiplikation die Addition von Vektoren in Komponentenschreibweise erläutern. Betrachten wir einmal den Vektor A mit den Komponenten 4, 2 und den Vektor B mit den Komponenten 1, 4. Der Pfeil für den Summenvektor von A und B, also 4, 2 plus 1, 4, wird auf die uns bekannte Weise konstruiert. Der Pfeil für B wird mit seinem Anfangspunkt an die Pfeilspitze des Vektors A gesetzt. Beachten Sie dabei, dass der verschobene Vektor B die gleichen Komponenten 1 und 4 besitzt. Dann ist dies der resultierende Summenvektor. Er besitzt die Komponenten 5 und 6. Dieser Zusammenhang ist in unserer Komponentenschreibweise direkt ablesbar. Sehen Sie, die erste Komponente von B wird einfach zur ersten Komponente des Vektors A hinzuaddiert. Und wir erhalten so die erste Komponente des Summenvektors. Und ebenso gilt für die zweite Komponente. Für den Vektor B mussten wir 4 Felder nach oben gehen. Für den Vektor A 2 Felder ebenfalls nach oben. Addiert ergeben sich so 6 Felder, eben die zweite Komponente des Summenvektors. Wir können also die Summe zweier Vektoren direkt an ihren Komponenten ablesen. Die Summe der Einzelkomponenten ergibt die entsprechende Komponente des Summenvektors. Ja, wir wollen natürlich wieder unser Ergebnis der Vektoraddition verallgemeinern. Betrachten wir zwei Vektoren, die allgemein die Komponentendarstellung A1, A2 und B1, B2 besitzen sollen. Dann erhalten wir die Komponenten des Summenvektors durch Addition der einzelnen Komponenten hier. A1 plus B1 ergibt gerade die erste Komponente des Summenvektors. Entsprechendes gilt für die zweite Komponente. Und Sie haben ja eben gerade gesehen, dass die Darstellung von Vektoren im Raum eine dritte Komponente erfordert. Und wir nennen sie hier A3, B3. Und dann entsteht die dritte Komponente des Summenvektors durch Addition von A3 und B3. Nun haben uns ja bei Vektoren zwei Dinge immer interessiert. Einmal die Richtung. Und zum Zweiten die Größe, der Betrag des Vektors. Schauen Sie sich noch einmal unser Experiment vom Gabelstapler an. Der Betrag, die Größe der Vektoren im Gitternetz lässt sich ganz einfach ablesen, sofern die Vektoren waagerecht oder senkrecht liegen. Problematischer ist es da schon mit Vektoren, die wie hier der Summenvektor schräg im Gitternetz liegen. Aber ich kann Ihnen jetzt zeigen, wie elegant man solche Probleme mit Hilfe der Komponentendarstellung meistern kann. So, hier ist noch einmal die Darstellung unseres Experiments mit dem Gabelstapler. Wir suchen ja die Länge dieses Pfeils. Und sie ist gerade der Betrag des Vektors, den wir hier mit A bezeichnen. Nun habe ich Ihnen gerade gesagt, dass die Längen dieser beiden Pfeile, die senkrecht aufeinander stehen, im Gitternetz keine Probleme bereiten, sie sind einfach abzulesen. Und A1 und A2 sind auf diese Art und Weise gerade
die Komponenten von A und das habe ich hier bereits notiert. So, und jetzt wissen wir ja, dass der Satz von Pythagoras hier anwendbar ist. Er besagt, hier A1 Quadrat plus A2 Quadrat ist gerade gleich dem Quadrat über der Hypotenuse. Und die Hypotenuse hat die Länge Betrag des Vektors A. Das will ich gleich einmal aufschreiben. Der Betrag des Vektors A ins Quadrat ist gleich A1 ins Quadrat plus A2 ins Quadrat. Wir müssen jetzt noch die Wurzel ziehen, damit Betrag des Vektors A alleine steht, ist gleich die Wurzel von A1 ins Quadrat plus A2 ins Quadrat. So, und wie das für den Betrag des Vektors im Raume aussieht, kann ich Ihnen leider in dieser Sendung nicht mehr erklären. Das müssen Sie schon im Begleitmaterial nachlesen. Aber das Ergebnis will ich Ihnen wenigstens noch mitteilen. Sehen Sie, beim Vektor im Raum kommt hier eine dritte Komponente hinzu. Ich bezeichne sie einmal mit A3. Und entsprechend kommt hier unter dem Wurzelzeichen das dritte Komponentenquadrat hinzu, plus A3 ins Quadrat. So, Sie haben gesehen, dass man sowohl die Skalarmultiplikation als auch die Addition als auch den Betrag direkt über die Komponentenschreibweise ermitteln kann. Wir kommen also im Folgenden ohne die Darstellung mit Pfeilen aus. Dieses startende Flugzeug legt einen bestimmten Weg zurück. Und Sie wissen ja, Wege sind Vektoren. Wir wollen die Richtung dieses Weges durch einen Pfeil ausdrücken. Nun ist es natürlich immer wieder notwendig, die genaue Lage von gerichteten Größen, die gerade durch solche Pfeile ausgedrückt werden können, zu kennen. Denn das ist ja klar, Fluglotsen müssen etwa parallel dazu startende Flugzeuge genau voneinander unterscheiden können. Und genau hierin steckt das Problem. Denn bisher können wir Pfeile, die in die gleiche Richtung weisen und gleich lang sind, nicht unterscheiden. Sie können ja immerhin noch parallel zueinander liegen. Wir müssten also irgendwie versuchen, diesen Pfeil gewissermaßen zu fixieren, ihn auf eine besondere Art und Weise auszuzeichnen. Und hierzu würde es schon genügen, den Anfangspunkt dieses Pfeiles hier festzulegen. Ja, da reicht unser bisheriges Gitternetz nicht mehr aus. Wir benötigen ein Bezugssystem und einen Bezugspunkt. Und diese werden uns durch ein Koordinatensystem und dem Koordinatenursprung gegeben. Dieser Koordinatenursprung hier unten ist gewissermaßen jetzt unser allgemeiner Fixpunkt und von ihm aus lassen sich sämtliche anderen Punkte eindeutig festlegen. Zum Beispiel unser Anfangspunkt hier des Pfeils. Er lässt sich durch einen Vektor beschreiben und dieser Vektor hat die Koordinaten 10. Und beachten Sie immer jetzt, dass wir vom Ursprungspunkt ausgehen, 10 und 5. Und weil diese Vektoren, die vom Ursprungspunkt ausgehen, besonders hervorgehoben zu werden verdienen, gibt man ihnen einen eigenen Namen. Man nennt sie Ortsvektoren. Vektoren, die vom Ursprung des Koordinatensystems zu einem Punkt führen, nennt man Ortsvektoren. Sie sehen, die Lage dieses Pfeils ist durch zwei Angaben eindeutig festgelegt. Einmal durch unseren Ortsvektor A. Er hatte die Komponenten 10 und 5. Und zum Zweiten durch den Richtungsvektor B. Er hat die Komponenten, wenn Sie sie einmal ablesen, minus 5 und 1. Ich will Sie an dieser Stelle noch einen Schritt weiterführen. Wenn man die Lage eines solchen Pfeils beschreibt, ist man ja nicht nur am Anfangs- und am Endpunkt des Pfeiles interessiert, sondern wie in unserem Beispiel will man möglicherweise das Flugzeug in jedem Punkt seiner Fluglinie erfassen. Das heißt, man will jeden Punkt einer Geraden, die wir hier durch eine rote Linie darstellen, beschreiben. Nun könnten Sie sagen, das ist ja gar kein Problem. Ich kann jeden Punkt durch einen gesonderten Ortsvektor erfassen. Wissen Sie auch, was dann geschieht? Sie erhalten eine unendliche, aber auch unübersichtliche Menge von Ortsvektoren, denn man kann Ihnen nicht ansehen, dass die Punkte, die Sie beschreiben, auf einer Geraden liegen.
Nun gibt es hierfür eine sehr elegante Lösung. Greifen wir uns mal einen dieser vielen Ortsvektoren heraus und bezeichnen ihn mit x. Diesen Ortsvektor x kann man auch auf andere Weise darstellen. Man nimmt wieder unseren Ortsvektor a, addiert hinzu nicht b, sondern ein Vielfaches von b, dann wird der Pfeil für b einfach länger und Sie erhalten diesen Punkt. Und wenn Sie einen Punkt auf der anderen Seite, etwa hier, erreichen wollen, so können Sie den Ortsvektor x, der zu diesem Punkt führt, darstellen, wieder, indem Sie den Ortsvektor a nehmen. Aber jetzt müssen Sie den Pfeil für b genau herumdrehen. Und das geschieht dadurch, indem Sie b mit einem negativen Skalar multiplizieren. Dann erhalten Sie auch eine Darstellung für x. In jedem Fall, jeder Punkt der Geraden lässt sich beschreiben durch den Ortsvektor a plus ein Vielfaches des Richtungsvektors b. Und dieses Vielfache kennzeichnen wir durch die Variable Lambda. Und Sie sehen, diese Darstellung hat gleich drei Vorteile. Erstens, die Lage der Geraden ist durch diese Darstellung eindeutig festgelegt. Und zweitens, Sie können hierdurch jeden Punkt auf der Geraden erreichen, indem Sie verschiedene Werte für Lambda einsetzen. Und drittens können Sie an dieser Gleichung direkt die Richtung der Geraden ablesen, nämlich hier hinten am Richtungsvektor. Eine solche Darstellung nennt man Geradengleichung in der Ebene. Die Gerade g wird dargestellt durch Vektoren x, die sich aus der Summe eines Ortsvektors mit den Komponenten a1 und a2 und dem Vielfachen eines Richtungsvektors mit den Komponenten b1 und b2 zusammensetzen. So, das war also die Geradengleichung in der Ebene und die Geradengleichung im Raum fällt uns jetzt quasi in den Schoß. Denn Sie wissen ja, der einzige Unterschied besteht darin, dass für die Darstellung für Vektoren im Raum eine dritte Komponente zusätzlich notwendig wird, die wir hier mit a3 und b3 bezeichnen. So, und jetzt will ich Ihnen noch zum Abschluss der Sendung zeigen, wie man nicht nur Geraden, sondern, wenn wir uns schon im Raum bewegen, auch Ebenen im Raum beschreiben kann. Das heißt, wie man von der Geradengleichung im Raum zur Ebenengleichung im Raum übergeht. Zwei Geraden können in einem dreidimensionalen Raum völlig verschieden liegen. Einmal können sie parallel zueinander sein. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie nicht parallel liegen, sich aber auch nicht schneiden. Man sagt, sie liegen windschief zueinander. Die dritte und letzte Möglichkeit besteht darin, dass sich die beiden Geraden in einem Punkt schneiden. Diesen dritten Fall wollen wir nun etwas genauer untersuchen. Zu einem ganz bestimmten Punkt auf einer dieser Geraden zu gelangen, ist ganz einfach. Nehmen wir zum Beispiel diesen Punkt. So gelangen wir über den Ortsvektor zum Schnittpunkt der beiden Geraden. Jetzt müssen wir nur noch entscheiden, auf welcher der beiden Geraden der gesuchte Punkt liegt. Und wir gelangen mit Hilfe des entsprechenden Richtungsvektors dorthin. Kein Problem also. Das Interessante an zwei sich schneidenden Geraden im Raum aber ist, dass sich, egal wie die Geraden liegen, eine Ebene finden lässt, in der sich diese Geraden befinden. Und umgekehrt lässt sich sagen, dass eine Ebene im Raum durch zwei sich schneidende Geraden festgelegt wird. Dass dies tatsächlich so ist, kann man leicht zeigen. Denn eine Ebene besteht aus unendlich vielen Punkten. Können wir jeden dieser Punkte mit Hilfe der beiden Geraden erreichen, so ist diese Ebene tatsächlich durch die beiden Geraden festgelegt. Greifen wir uns einige Punkte als Beispiele heraus. Punkte, die auf einer der beiden Geraden liegen, können wir, das hatten wir gerade gezeigt, ohne Probleme erreichen. Wie ist das aber zum Beispiel mit diesem Punkt? Benutzen wir auch hier wieder den Ortsvektor, so sind wir damit schon einmal auf der Ebene angelangt. Jetzt müssten wir diesen Vektor benutzen,
um zu dem gesuchten Punkt zu gelangen. Diesen Vektor, den wir ja noch nicht haben, können wir aber mit Hilfe der beiden Richtungsvektoren unserer Geraden zusammensetzen. Sie wissen ja, der eine Richtungsvektor wird so lange entlang des anderen verschoben, bis er mit seinem Endpunkt an der Spitze des gesuchten Vektors angekommen ist. Und damit haben wir den gesuchten Punkt erreicht. Und das geht mit jedem Punkt der Ebene so. Zuerst benutzt man den Ortsvektor, um in die Ebene zu gelangen. Dazu addiert man den einen Richtungsvektor, der, je nach Lage des gesuchten Punkts, kürzer oder länger sein kann, also mit einem Skalar multipliziert werden muss. Und schließlich wird dazu der zweite Richtungsvektor addiert, der natürlich ebenfalls mit einem Skalar multipliziert werden muss. Da beide Skalare unterschiedlich sein können, nennen wir den zweiten nicht ebenfalls Lambda, sondern μ, also plus μ mal Vektor c. Durch dieses Vorgehen erreichen wir den gesuchten Punkt, das heißt, diese Addition ergibt den Ortsvektor x des gesuchten Punkts. Unsere bisherigen Überlegungen galten ja, das hatten wir anfangs gesagt, für den dreidimensionalen Raum. Die verwendeten Vektoren haben daher natürlich jeweils drei Komponenten. Und da mit dieser Gleichung jeder Punkt einer Ebene erreicht werden kann, die Ebene damit also eindeutig festgelegt ist, nennt man sie Ebenengleichung im Raum. So, Ihr Kopf raucht sicherlich schon etwas, und dagegen gibt es nur eine Medizin, nämlich ein Beispiel, das Ihnen noch einmal die Grundidee der Ebenengleichung im Raum vor Augen führt. Stellen Sie sich vor, eine Ebene ist gegeben, und zwar durch diese Ebenengleichung, das heißt durch einen Ortsvektor und zwei Richtungsvektoren. Wir wollen fragen, ob ein bestimmter vorgegebener Punkt in dieser Ebene liegt, ob er ein Punkt dieser Ebene ist. Das heißt, wir müssen zunächst einmal die Komponenten dieses Punktes hier für x einsetzen. Sagen wir einmal 7, 3 und 7. Und jetzt müssen Sie sich deutlich machen, was dieses hier vektoriell bedeutet. Wir müssen ein geeignetes Lambda und ein geeignetes μ finden, sodass diese Gleichung hier stimmt. Und das heißt doch, dass die Gleichung für jede Komponente stimmt. Das heißt, uns ist ein Gleichungssystem gegeben, bestehend aus drei Gleichungen. Die erste Gleichung ergibt sich aus der ersten Komponente. Sie lautet, 7 ist gleich 1 plus Lambda mal 3 plus μ mal 0. Und entsprechende Gleichungen ergeben sich für die zweite und für die dritte Komponente. Ich will Ihnen hier gleich die Lösung sagen. Wenn Sie für Lambda 2 einsetzen und für μ 1, so stimmt dieses Gleichungssystem. Überprüfen Sie es einmal. So, das war wirklich sehr viel für heute. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Erholen Sie sich bis dahin gut. Ich sage Ihnen jedenfalls für heute auf Wiedersehen.